Hallo, herzlich willkommen zum Food Adventskalender von Martinas Kitchen Chaos. Heute öffnen wir das 22. Türchen und dahinter findet ihr Haselnussmakronen. Die sind super für die Eiweißverwertung. An Zutaten für den Mürbeteig brauchen wir 300 Gramm Mehl, 100 Gramm Puderzucker, 1 Teelöffel selbstgemachten Vanillezucker bzw. ein Tütchen Vanillin bzw. Vanillezucker und eine Prise Salz und 150 Gramm Butter. Die Zutaten gut mit dem Handrührer verrühren. Wenn ihr noch gutes Handwerkszeug zum Kochen und Backen sucht, dann schaut doch mal unter das Video in die Infobox. Dort habe ich euch meine liebsten Werkzeuge verlinkt. Wenn ihr über die Amazon-Links was kauft, dann kostet es euch keinen Cent mehr. Ihr unterstützt aber mich und meinen Kanal damit ein bisschen. Bis sich die Butter gleichmäßig mit dem Mehl verbunden hat, dann kommt noch das eine Ei dazu. Bis sich das Ei gut mit den anderen Zutaten vermischt hat und dann noch vollends mit der Hand zusammenkneten. Den Teig dann in Frischhaltefolie verpacken und dann für mindestens eine Stunde, besser über Nacht, im Kühlschrank durchkühlen lassen. Den durchgekühlten Mürbeteig aus dem Kühlschrank holen und kurz durchkneten. Ich teile mir den in zwei Teile, dann ist er leichter zu bearbeiten. Auf etwa 2 mm Dicke ausrollen. Und dann mit einem etwa 4 cm Durchmesser runden Ausstecher die Böden ausstechen und die dann auf ein mit Backpapier oder Dauerbackfolie belegtes Blech legen. Die Teigtaler kühl stellen, bis die Makronenmasse zubereitet ist. Für die Makronenmasse brauchen wir natürlich die Nüsse, 375 Gramm. Da könnt ihr entweder Haselnüsse oder Mandeln oder eine Mischung aus beidem oder andere Baumnüsse verwenden. Dann brauchen wir Eiklar von 6 Eiern, das sind etwa 230 Gramm. Wir brauchen 375 Gramm Zucker, eine gute Prise Salz und von einer kleinen oder einer halben großen Zitrone Saft und Schale. Als erstes die Nüsse entweder mahlen oder gleich gemahlen kaufen. Von der heiß abgewaschenen Zitrone die Schale abreiben. Und den Saft auspressen. Beiseite stellen. Dann das Eiklar. Zusammen mit der Prise Salz. Steif schlagen. Den Zitronensaft langsam zulaufen lassen. Und dann den Zucker langsam einrieseln lassen. Wenn der Zucker komplett aufgenommen ist, noch so lange weiterschlagen, bis der Eisschnee ganz glatt und seidig glänzend geworden ist. Jetzt ist der Eisschnee richtig schön steif geworden. Dann werden die Nüsse zusammen mit der Zitronenschale untergehoben.
die Makronenmasse in den Beutel mit einer großen Sternhülle füllen. Und dann Makronenmasse auf die Teigtaler spritzen. Und dann jeweils mit einer Nuss krönen. Und dann im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad Ober-Unterhitze bzw. 160 Grad Umluft für etwa 15 bis 18 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Nach dem Backen noch ganz kurz auf dem Blech auskühlen lassen und dann auf ein Abkühlgitter umsetzen, wo man sie dann vollends erkalten lässt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Lasst mir einen Kommentar da, wie euch die Makronen geschmeckt haben. Und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann macht es doch ganz schnell und drückt doch auf die Glocke, damit ihr immer eine Info bekommt, wenn ein neues Video von mir da ist. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Ciao!